commercial-free dance music. Anywhere you go. VoiceTownLive.com.
stars came out to shine across the waterline. I can feel you on the other side. Schönen Dienstag euch lieben, aber ich sehe gerade, wir haben ein kleines Problem. Ich hatte zwar alles eingerichtet, aber irgendwie will der denn irgendwie gerade nicht. Interessant. Das ist interessant. Machen nochmal Neustart. Normalerweise muss der denn annehmen, das wundert mich gerade ein bisschen. Gengar, das ist ganz einfach. Ich habe alles auf YouTube hochgeladen. Kannst du dir alles nachträglich noch angucken. Der will ich. Ja, Grobi, hi. Na, irgendwie gibt's hier gerade ein Problem. Ich hatte das extra getestet und gestern ging's noch. Seltsam. Seltsam, seltsam. Gucken wir nochmal neu. Vielleicht geht's jetzt. Normalerweise muss der. Normalerweise muss der. Wie geht's euch denn? Dani, Gengar, Gobi, alles gut bei euch? Ah, es ist, geht doch. Ja, hat dann jetzt. Ja, also. Gut, sehr schön, das freut mich. So, geht zu uns selbst. Oh je. Ja, dir weiter gute Besserung, mein Lieber. Bei mir geht's auch soweit, danke. So, jetzt aber. Naja, wie gesagt, also, ich weiß ja nicht, bis wie weit du das bei uns verfolgt hast, Gengar. Ich will dich da jetzt auch nicht zu sehr spoilern. Was, The Nightfall angeht. So. Dishonored, The Death of the Outsider. Da schlüpfen wir dann in die Rolle. Schon okay, ich spoil mich schon. Ja, es hat sich halt am Ende rausgestellt, dass die Story im Prinzip, da sind Kinder in diesem Haus gestorben, aus diesem Haus sind verstorben und dieser Geisterclown, dieser Drecksack,
hat quasi die Seelen an das Haus gebunden. Und wir mussten halt Items von den Kindern finden. Spielzeuge von jedem Kind eins. Und mussten das verbrennen, um die zu retten und damit die Geister quasi oder die Seelen zu befreien, dass sie nicht mehr weiter gefangen sind in dem Haus. Was wir auch geschafft haben. Oh, bin nur im Lurk-Modus, will mich nicht spoilern lassen. Alles klar, Grobi, vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs kurze Reinschauen, mein Lieber. Ich wünsche dir nachher viel Spaß bei deinem eigenen Stream. Und ja, haben wir geschafft. Am Ende waren wir dann noch endlich mal vor der Haustür. Mit Polizei und allem drum und dran. Aber zum Ende ist da noch ein Eiswagen vorbeigefahren. Da kannst du dir jetzt deinen Teil denken. Digger. So, da wir das Spiel ja ganz frisch anfangen, habe ich natürlich auch kein Save. Wie ihr seht, das ist noch ganz blank. Ja, geile, die Geschichte ist der Hammer. Die Geschichte ist echt heftig. Also ist uns ja aufgefallen, dass die Geschichte wirklich ziemlich krass ist sogar. Aber es wird wohl auch schon an einem zweiten Teil gefeilt, wie ich von den Entwicklern gehört habe. Ja gut, das Ganze ist noch nicht vorbei. Wir haben zwar die Kinder befreit, aber der böse Geist ist ja immer noch da, ne? So, wir fangen natürlich mit einem nagelneuen Spiel an, meine Lieben. Speicherblock 1. Ich habe das Spiel tatsächlich noch gar nicht angefangen. Noch nichts gemacht hier. Ergo, nagelneu. Let's go. Bin richtig gespannt, Leute. Ich bin richtig gespannt. Mein Name ist Billy Lurk, auch wenn sich nicht mehr viele an ihn erinnern. Ich war jahrelang versteckt. Als Kapitänin der Dreadful Whale. Als Schmugglerin, Hehlerin, vielleicht Verräterin, je nachdem, wen man fragt. Namen werden überschattet von dem, was die Leute danach flüstern. Wenn man sich lange genug vor der Welt versteckt, wird man irgendwann vergessen und lebt allein mit seinen Entscheidungen. Aber ich vergesse nie, wer mich aus der Gosse gerettet hat. Daud, das Messer von Dunwall. Ein Name auf den Lippen Verzweifelter und Sterbender. Mörder einer Kaiserin und Retter einer anderen. Die Flamme der Schande lodert lange. Ich verriet Daud und er verschonte mich. Ich ließ Dunwall und meinen Namen zurück, voller Zweifel, ob ich seine Vergebung wert war. Jahrelang lachte ich über mich selbst. Wollte ich die Vergebung eines Mörders? Gnade kann tiefer schneiden als jedes Messer. Aber Vergebung ist etwas, das man um seinetwillen tut. Und für jene, die einen verletzt haben. Ich weiß, dass Daud in Karnaca ist und ich muss ihn finden. Jede Nacht wochenlang der gleiche schreckliche Traum. Ein Straßenkampf. Mein Arm leblos in der Gosse. Mein Auge vom Schwert eines Gardisten ausgestochen. Und wenn ich aufwache, schmerzt es noch für Stunden. Es ist grauenhaft. Das hat mir immer Trost gespendet. Du hast es für mich gestohlen, Deirdre. Jetzt ist es meine einzige Erinnerung an dich. Noch so ein Relikt aus alten Tagen. Aber immerhin noch scharf. Dieser Boxclub in den Albaka-Bädern ist meine letzte Spur. Daud muss dort sein. So, und damit herzlich willkommen zu Dishonored 2, The Death of the Outsider. Schön, dass ihr alle reinschaut. Und Gänger, ja, ich bin mal gespannt, wann es rauskommt. Kann es ja noch nicht sagen. Soll wohl dieses Jahr noch rauskommen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen. So, und dann schau doch mal, was wir hier alles machen können. Gut, dass der alte Mann es nach Norden geschafft hat. Welch Glück, ihn kennengelernt zu haben. Wer sich wohl jetzt mit ihm rumschlagen darf. So, ich gehe da nur mal einmal kurz durch, meine Lieben. Ist aber nicht böse. Ist also wieder auf dem Thron. Wenn sie wüsste, was ich hier tue, würde sie mich wegen Verrats anklagen.
Ah, okay. Ah, guck mal, hier kriegt man noch zusätzliche Aufträge. Interessant. Industriespionage. Alles klar. Der weiße Hund muss brennen. Raub, Spionage, Taschendiebstahl. Daud hat mich so einiges gelehrt. Damit komme ich erstmal über die Runden. Ah ja, okay. Wir haben direkt so Nebenaufträge hier. Interessant. Vielen Dank für Ihr Geschenk, obwohl Ihre Großzügigkeit. An Kaiserin Emily Colvin will ihr Geld nicht. Lady Emily, ich kann ihr Geld nach dem, was ich getan habe, nicht annehmen. Ich versuche einen Weg zu finden, Frieden zu schließen. Verehrte Emily, ich wünsche erledigte Weste flicken. Interessanter Brief. Sieht ein bisschen anders aus, das Schiff. Hier im DLC, als im zweiten Teil. Messer von Dunwall, das sind so diese Nebenstories. Kennen wir ja alles. Und selbst die Küche sieht anders aus, tatsächlich. Hier, die Tür ist zugeschlossen. Der Motor ist hin und im halben Schiff steht fingerbreit Wasser. Die Tage der Dreadful Whale sind wohl gezählt. Ah, okay. Ah, Notizen über die Albakar-Bäder. Ich habe die alten March wiedergesehen und bei ihr einen alten Wahlknochen und etwas Haar, nicht meins, gegen Informationen eingetauscht. Sie erschafft jetzt Artefakte für die Augenlosen. Gute Kunden. Zahlen regelmäßig. Bin gegangen, bevor die Alten versuchten, konnten mich zu bestehlen. Einige Hexen aus dem kaiserlichen Konservatorium haben sich den Augenlosen angeschlossen. Jetzt sind sie ja machtlos. Zumindest keine aus der Zeit von Brightmoor würden mich erkennen. Es gibt keinen Grund, warum sie zweimal hinschauen sollten, wenn ich ganz normal reingehe. Manche dieser Leute sind Leute nur Unsinn und übersehen. Übersehe ich vielleicht was? Was? Manche dieser Leute nur Unsinn und übersehe ich vielleicht was? Etwas? Was? Ich glaube, ich habe meine Taschenmesser verloren. March? Oh, diese verfluchte Alte. Ich weiß erst, ob dort und in den Albakar-Bädern ist, wenn ich es selbst überprüft habe. Das ist meine letzte Spur. Megan, du musst ziemlich verzweifelt sein, wenn du mir deswegen schreibst. Ja, ich habe ihn gesehen. Er wollte vor ein paar Monaten ein Treffen, um etwas von diesem merkwürdigen Sprengstoff zu kaufen, der vom Wagen gefallen ist. Ich warte auf ihn, aber er tauchte nicht auf. Tut mir leid, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. Seitdem habe ich weder von ihm gehört, noch ihn gesehen. Da habe ich ganz schön in der Patsche gesteckt. Isabel. PS, du warst sogar so nett, es nicht zu erwähnen, aber ich habe nicht vergessen, dass ich dir noch nach dem letzten Mal, was beim letzten Mal passiert ist, noch eine Kiste Feigenwein schulde. Gib mir noch 2 Monate, ich besorge sie dir. Das schwöre ich. Alter. Der ist voller Geheimnisse. Hinweise, wo Daud steckt, habe ich nur, weil er sie mich finden lässt. Seit ich ihn kenne, hatte Daud das Zeichen des Outsiders auf seiner Hand. Ich habe in jedem bandenverseuchten Drecksviertel danach gefragt, aber ohne Erfolg. Antwort von Kitterick. Liebste Megan, was für eine faszinierende Nachricht. Um wen handelt es denn, sich denn? Ein alter Liebhaber, verzeih mir, aber er scheint nicht ganz dein Typ zu sein. Aber wenn es denn unbedingt sein muss, ich habe vor ein paar Monaten das Gerücht gehört, dass ein Mann, auf dem die Beschreibung passt, bei einem bizarren Augenlosen gesehen wurde. Diese Information habe ich für den Fall abgelegt, dass sie mal wichtig werden würde. Du Glückspilz. Wann kommst du wieder zurück? Hoffentlich bald. Ich vermisse dich. Ich habe auch extra für dich diesen Tabak gelagert, den du so magst. In Liebe. E.V. Kitterick. Antwort von T. Billy oder Megan?
Oder welchen Namen du mittlerweile auch benutzt, ich weiß es nicht mehr. Als du noch Megan warst, war es einfach so zu tun, als würden wir uns nicht kennen. Wir waren übereingekommen, dass unser beider Leben zu respektieren und keine bösen Erinnerungen aufzugraben. Also, was machst du so? Ja, ich habe ihn gesehen, vor 2 Jahren hier in Kanaka. Er hatte sich sogar nach dir erkundigt. Ich sagte, ich hätte dich seit dieser Nacht im überschwemmten Bezirk nicht gesehen. Du ahnst sicher, warum ich gelogen habe. Er hat nie mit den Töten aufgehört. Er hegte immer noch dieselben Groll. Ich hoffe nur, dass nicht gegen dich. Alter. Yo, da geht's wieder los mit dem ganzen großen Lesen. Jeder in Dunwall hatte Angst vor ihm. Außer ich. Dieser Club wird von der Bande der Augenlosen geführt. Beherrschen angeblich schwarze Magie. Wenn das stimmt, hat dort vielleicht was damit zu tun. Boah, das werden wir uns jetzt nicht durchlesen noch. Ich suche nun schon seit Monaten. Ich weiß, du bist hier, Daud. Irgendwo. So, dabei hat schon einiges an Informationen jetzt. Fängt ja gut an, ja. Lesen ohne Ende. Yeah! Okay, da kommen wir nicht hoch. Noch nicht. Alter, wie hier alles zugebastelt ist, ne? Auf der Dreadful Whale. Unglaublich. Kommst ja hier nirgendwo mehr rein. Der Wahnsinn. Dann zu dem Ding, ja. So, wo muss ich? Ist schon lange ungenutzt. Da muss ich. Das Schiff war schwer zu verstecken, aber bisher ist es sicher. Oh. Was gibt's Neues, meine haarigen Freunde? Rattengeflüster, Durchdrücken von F. Um die Gedanken der Ratten zu hören, diese kleinen Wesen flüstern sich Dinge und tauschen Informationen aus über das aus, was sich auf den Straßen und den Kellern geschieht. Ihr Gemurmel ist oft kryptisch, danach manchmal geben sie dir aber auch nützliche Informationen. Wir haben gerade eine Errungenschaft Rattengeflüster bekommen, tatsächlich. Ja.
Ratten sind also unsere kleinen Informanten, so wie es aussieht. Ja, hier gibt's glaube ich nicht wirklich mehr. Das heißt, wir gehen dann einfach mal los, wa? Irgendwie niedlich, ja. Wenn man bedenkt, dass die, wenn man mal davon absieht, dass die Ratten einfach mal alles auffressen, was auf dem Boden rumliegt, ne? Also sprich auch tote Leichen und sowas. Ich hoffe, der Sound ist okay so. Ich hoffe, ihr hört genug. Ein letzter Kampf. Du bist auf der Suche nach einem alten Mentor Daoud, den du 15 Jahre lang nicht gesehen hast. Gerüchte sprechen von einem geheimnisvollen Boxclub, der sich in den Albaner-Bällen befindet und in schwarzer Magie und Knochenartefakten zum Einsatz kommen. Könnt ihr jetzt dort auftauchen? Na schön, die alten Albaner-Bäder sind nicht weit weg. So, Schleichen, drücke C, um Schleichmodus her, das hat man doch schon. Das kennen wir ja noch aus dem ersten und zweiten Teil, im Schleichen. Also, ich habe zwei und gebe ihm eins. Dann habe ich noch eins. Aber wenn ich meins esse, nein, eher seins. Was dann? So, Schnellauswahl. Ja, das kennen wir ja auch. Ja, kennen wir ja alles. Kampf, drücke einen Schwertangriff, drücke. Lalala, bla bla bla, kennen wir ja alles. Oh, verdammt! Ja. Ich wollte da eigentlich noch nicht runter, aber naja, gut. Ach, du und dein Aberglauben. Glaub doch nicht diesen Hokuspokus. Ist eine Bande. Du kriegst eher ein Messer in den Rücken als einen Fluch ab. Na, wenn du meinst, lass uns trotzdem auf Verstärkung warten. Hab's so Hunger. Der Typ ist schwer aufmerksam da vorne. Wer ist das? Alles klar, natürlich siehst du mich. Und ich hab mich festgebackt. GG. Wow. Billy. Ich war einfach festgebackt in der Ecke. Im Ernst jetzt? Ja, das geht ja schon gut los. Wow. Einfach nur wow. Oh nein.
Na, es geht ja schon wieder richtig gut los gerade. Hashtag Tod 1 läuft. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, ich wollte hier doch gar nicht runter. Wieso rutscht denn da runter, Mann? Ehrlich. Gibt's ja nicht. Ich wollte nämlich erst noch hier rein. Fasset ja wohl nicht. Oh Mann. Wow. GG. Ich notiere es heute mal nicht, okay. Bitte um neue Stiefel und was krieg ich? Eine Socke. Eine sinnlose Socke. Oh. So viel dazu, ne? Als ob. Natürlich. Jetzt beweg dich schon, Mann. Alles in Ordnung? Mann, 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 Mann. Geht ja schon wieder gut los hier. Leutnant, ich habe Berichte über illegale Aktivitäten in der Ballarbeiter gehört. Erhalten. So rum. Ich vermute, dass die Bande der Augenlosen damit zu tun hat. Es könnte unsere Chance sein, diesen verkommenen Rattenfressern endlich in Schlag zu versetzen. Ich möchte, dass Sie vorher mit den Truppen das Gebiet ausspähen und möglichst viele Informationen sammeln. Gehen Sie da aber kein Risiko ein. Der Hafenbezirk wird in Kürze Verstärkung und für eine Razzia schicken. Oh. So, da haben wir dann schon mal unsere Informationen. Station und Albanerbäddern. Wir sind jetzt quasi hier gerade. Ja, also hier unten sind wir gerade. Und müssen aber darüber. Boah, läuft bei den Viechern, würde ich sagen. Ja, da kommen wir nicht hoch. Hier ist sogar neutrales Gebiet, guckt euch das mal an. Interessant. Oh, Knorn-Artefakt. Knorn-Artefakt können verleihen übermächtige Vorteile, bla bla bla. Hat man alles, kennen wir alles schon. Vielleicht nur ein Aufhänger, aber wenn sie wirklich Magie nutzen, muss ich es mir ansehen. So, ausrüsten. Ah.
Linker Schatten, du bewegst dich beim Schleichen etwas schneller. Perfekt. Genau richtig für uns. Ah, man kann hier auch Knochen schmieden, wie man sieht. Interessant. So, Tagebuch nochmal. Auszug eines Tagebuchs. Wir sind erst seit einem Monat hier und scheffeln schon richtig Geld. Ein Traum hat sich erfüllt, klar. Den Unterdrücker laufen zu lassen, hat seinen Preis, aber den habe ich ja schon zehnmal wieder reingeholt. Jeder will sich im Kampf gegen den Magier versuchen. Die ganzen neuen Leute, die herkommen und gehört haben, dass wir ein bisschen Magie beherrschen, glauben, sie können den Rekord des Magiers brechen. Ha! Dafür werden sie bitte Münzen und Zähne bezahlen. Lieber die als ich. Ich könnte die Person, die uns hierher zu diesem umwerfenden Mistkerl geführt hat, von oben bis unten abknutschen. Und hallo Johnny! Okay, das sind dann so die... Alles klar. Okay, hier braucht man einen Code. Guck mal, 730, probieren wir das mal. Hätte sein können. Aber mal gehen wir mal auf 5. Manchmal ist auch nur eine einzige Nummer verwechselt, umgelegt. Er ist wohl nicht so. Unschärfe of powerful effect. Okay, probieren wir mal 225. Ich gehe mal die Tabelle ab, würde ich sagen. Auch nicht. 167. Probieren wir das einfach mal. Auch nicht. Ah, 102. Auch nicht. Dann probiere ich jetzt nochmal die 572 und dann... Aber eventuell Pech dann. Was hatte ich gesagt? 572, ne? Auch nicht. Schade. So, ja, WBE, John. Der Typ, der uns hergeführt hat, sind erst seit einem Monat hier. Richtig Geld. Zehnmal wieder reingeholt.
Okay, 110 vielleicht. Auch nicht. So, wie wir jetzt an den Safe rankommen, weiß ich nicht. Ich habe hier auch nirgendwo irgendwie einen Hinweis oder so. Gibt es nirgendwo einen Hinweis? Also ich sehe zumindest keinen. Ja, lag halt nah, ne? Lag halt nah, aber hier ist nirgendwo ein Hinweis in der Wohnung versteckt. Wo ich, wie ich hier an, die Safe-Nummer komme. Was ja beim zweiten Teil eigentlich immer der Fall war, ne? Schade. Kein Hinweis. Könnte ich mal testen. Aber ich glaube, hatte ich schon. Ups, das war einer zu viel. Ah ne, 730 ist auch nicht. Sonst wäre der jetzt schon aufgegangen. Ja, da haben wir noch keinen Hinweis, wie wir da weiterkommen. Da fehlt uns dann noch die Info. So, Tutorial. Spieler auf deine Art, Teil 1. Solltest du entdeckt werden, ist es keine Weltuntergang. Du hast immer noch verschiedene Möglichkeiten Auswahl. Töte alle Gegner im Kampf, setz die Gegner nur außer Gefecht, fliehe und verstecke dich, bis die Gegner die Suche einstellen, nutze Kräfte, Ausrüstungsgegenstände und List, um die Situation kreative Weise zu meistern. Ich wette, es gibt schon wieder getökelten Hexenfisch. Und ein Loot! Flut! Hashtag 165. Ich habe einiges über die Augenlosen gehört. Manches seltsam. Und nichts davon gut. Da sind zwei Hunde. Aber kein Wacer, ne? Da ist aber kein weißer Hund bei... Wir müssen ja auch noch einen weißen Hund holen. Alte Schwarte,
Wow. Hat die zerstückelt für unsere Bäuche, wow. Hier ist ein neutrales Gebiet, hier kann ich mich frei bewegen. So, physische Existenz und andere Sachen, okay. Bisschen, ja. Bisschen. Ah, schon leicht makaber, ja. Vielleicht sollte sich das mal jemand ansehen. Ich glaube, es ist nicht gut, dass es so stark eitert. Wow, hört sich auch nicht gerade gesund an, meine Uhr. Broke my back. Okay. Also ein Hinweis auf den Tiercodes, auf den Dingscode haben wir immer noch nicht. Kann auch sein, dass wir den erst später kriegen. Hat man ja auch schon, im zweiten Teil hat man es ja auch, da muss man ja für einen Safecode ziemlich weit in der Story weiter vorangehen, um den zu bekommen. Ich bin noch nicht betrunken genug für ein Gespräch. Alles klar. Bin noch nicht betrunken genug für ein Gespräch. Läuft bei ihr. Das tat gut. Irgendwas stimmt da nicht. Da gehen ständig komische Leute ein und aus. Ach guck mal, eine Sprengmine. Ich kann gerade nicht, bin beschäftigt. Jeanette Lee gehört der Ort. Sie kann ihre Fragen beantworten. Tritt mal einen Schritt zurück. Sag nicht, mein Talisman ist weg. Okay. Ja gut, wir sind ja zurzeit noch im neutralen Gebiet, also zurzeit kann auch nicht viel passieren. Ne? Wir müssen, glaube ich, uns erst vorsehen. Was ist denn hier oben? Ey. Ha! Ha!
Hier sehe ich aber auch nirgendwo einen Hinweis auf Code, ne? Ruiniert die Gegend. Und wie? Man fühlt sich nicht mehr sicher. Hä? Nirgendwo irgendwie so ein Code oder sonst so was? Nicht zweimal. Was hat? Brand. Das. Stromschuss. Was hier nicht alles rumliegt. Satt. Oh, ein Wahlknochen haben wir auch noch gekriegt. Ja, guck einer mal an hier. Wahnsinn! Hier kriegst du ja richtig Zeugs. Ist ja nice. Snacks. Mein Glücksbringer. Da schiebt die mich hier weg. Läuft's bei der? Geh. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten. Okay. See you the Void Sucker. Tür ist blockiert. Abgeschlossen. Privatbereich, klar. Aber ich kann dich reinlassen für 100. Für 100? Hat dir angeboten, sie für einen kleinen Betrag von 100 Münzen zu öffnen. So, Eleanor, ich verschwinde hier, sobald ich genug Geld für die Überfahrt nach Winddown habe. Ich mag diesen Ort nicht mehr, nachdem der Magier den letzten Monat die arme Modi getötet hat. Ich werde nie vergessen, wie er das Publikum lachte, als er sie ausweidete. Arschlöcher, es wird Zeit weiterzuziehen. Diana sagte, dass sie mir ehrliche Arbeit in der Wache von Winddown verschaffen kann. Ich werde lieber wie ein Idiotin in diese Unfälle aussehen, als hier zu bleiben und mitzuerleben, wie die schwarzen Künste verspottet werden. Jeanette sagte, dass unsere Befehle von der höheren Macht gekommen und die Augenlosen in ein größeres Geheimnis eingeweiht wären. Dass ich nicht lache. Kaum einer von denen, von diesen Dummköpfen kann ein richtiges Knochenartefakt oder auch nur ein fauliges Salbe hinbekommen. Die tun nichts weiter als Rattenschnaps zu saufen und zu kotzen und wie Säuglinge zu plärren. Von denen werde ich bestimmt keine vermissen. Du bist meine letzte Freundin hier, seitdem Maddie tot ist. Also wollte ich mich von dir verabschieden. Besuche mich in Whitehorn, falls es dir möglich ist. Marina. Ja, komm. Tür aufmachen! Lass dich nicht erwischen. Wenn man dich sieht, kennen wir uns nicht. Alles klar! Jo. Und wann soll ich mit dir fangen, wenn ich die ganze Zeit. Ob das ein Privatclub nur für Augenlose ist? Und da haben wir unsere 100 Münzen auch schon direkt wieder. Errungenschaft freigeschaltet am Haken. Aber warte mal, guck mal kurz mal rein, was bedeutet das denn? Jemand mit Hakenminen 40 Meter durch die Luft schleudern. Was? Hab ich das? Die Errungenschaft hab ich doch gar nicht. Ich möchte das auch nicht wirklich wissen. Mach noch 20 Flaschen mehr, sagt sie. Bis Mitternacht, sagt sie. Ha, bin nur noch dabei, für sie Tränke zu brauen. Ich weiß nicht, ob er mich, er aggressiv wird. Er hat mich ja quasi reingelassen. Gucken wir mal. Was er sagt, wenn er mich so ein bisschen sieht. Ja, der ist aggro auf mich dann. Alles klar. Ist da jemand? Nö. Keiner da. 20 Flaschen heute Nacht und
Ah, schon recht gut gelungen, ne? Also wir haben, so, wir bräuchten noch die Belohnung für den weißen Hund, der muss sterben. Und wir brauchen Industriespionage. Dazu müssen wir, glaube ich, sogar hier rein. Tippe ich jetzt mal drauf. Ich glaube, ich hätte den direkt mir schnappen sollen, den Boy. War der Schlüssel nicht? Nö, war er nicht. Kaum noch Ratten übrig. Und was soll ich dann machen? Ich bin Hundefutter, wenn ich nicht liefere. Also wir sind ja offenbar schon richtig, würde ich sagen, ne? Das ist ja das Zeichen bei Industriespionage. Guck mal hier. Das ist genau das gleiche. Du erhältst am Ende der Mission eine Belohnung. Diese Verbrechen in Albarca-Bädern stellen oben Tränke und Knochenartefakte her. Also widerlichen Schnaps geht für gutes Geld weg und wir verlieren Tag für Tag mehr von unseren Kunden an sie. Bringen Sie uns das Rezept. Alles klar, wir brauchen das Rezept. Geist, eine ausgewählte Bullenratte lebendig, 9 rote Kartoffeln, 3 Töpfe war. Ach du Heiliges, da haben wir das Rezept. Schwarzes Knochenartefakt, flinker Kämpfer, ja nice. Leckere vergessen rum. Oh mein Gott, kompakt! 5 Monate, Tier 2, oh mein fucking Gott, vielen lieben Dank. Dankeschön. Kompak, wie geht's dir? Na, alles gut bei dir, mein Lieber. Schön, dass du da reinschaust. Willkommen zu Dishonored 2 DLC. Alles klar, ich würde sagen, das Rezept haben wir, ist ja eklig. Eine Bullenratte. Das Rezept müssen wir, glaube ich, jetzt haben. Gucken wir mal. Bullenratten, solchen Geist. Ja, das müsste das Rezept sein, würde ich sagen. So, mein Gut, dafür 30 Minuten auf der Arbeit. Ach du meine Güte. Und da guckst du extra nochmal vor mir bei mir rein. Das ist aber lieb von dir. Oh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Resub, mein Lieber. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal vorab eine angenehme Schicht, mein Lieber. Eine nicht zu stressige Schicht wünsche ich dir vor allem. Outsider, Daud. Sie lassen ihn kämpfen? Ich muss ihn da rausholen. Natürlich schaue ich bei dir vorbei, ja. Danke auf jeden Fall. Trotzdem, vielen, vielen lieben Dank, mein Lieber. Ich kannte mal einen Jungen, der dachte, sein Knochenartefakt lässt Kugeln von ihm abprallen. Er schoss sich in den Bauch und war einen Tag später tot. Ja, GG. Oh, da musst du dir das ja... Nicht so stressig, da müsste ich kündigen. Oha. Oh je. Du Armer. Du Armer. Nee, lass mal. Lass mal, nicht kündigen. Nicht solange du nichts Neues hast. So, verbessert die Höhe und Weite deiner Sprünge. Nimm mal direkt mal mit rein. Hier haben wir flinker Kämpfer. So, du wirst nicht verlangsamt, wenn deine Waffe gezogen sind. Perfekt. Und wir haben auch schon 2 Wahlknochen. Da vorne ist noch ein Buch. Knochenartefakte, Informationen.
So, Belohnung für den Sieg über den Magier. Keine Ahnung, wie es richtig gemacht, was wir richtig gemacht haben. Aber diesmal können wir ein mächtiges Knochenartefakt herstellen. Jeanette meinte, das wäre die Belohnung für den Sieg über den Magier. Also sagen wir, sagt es allen weiter. Oh, Ballknochen. Direkt einkassieren hier alles. Zahlungsgüter, so kenne ich nicht. Ja. Das ist schon wichtig, ne? Das sollte schon ordentlich sein, alles. Aber die legen wir mal da oben ab. Kurz anrauchen, be right back. Alles klar. Wieder Foggy 2. Treibt es nicht zu doll, auch ne? Kappa. Hüst, hüst. Nichts gesagt, nein, ich habe nichts gesagt. So. Oh, ich lasse den Brief mal kurz auf, den könnt ihr euch dann mal kurz selber durchlesen. Ich bin mal ganz kurz auf die Toilette, bis gleich. So, wieder da. Sorry, Dani. Der ist mir nur so rausgerutscht. War ein Versehen und so. Ja klar, als ob. Natürlich. Ist der liebe Kompak auch schon 5 Monate jetzt bei mir Sub, ey. Wahnsinn. Heftig. Oh, ein toter Gardist. Hackminen. Stefan, wir haben dir was gesagt. Ich bin froh, dass sie die letzten Monate diese Baupläne gestohlen haben. Ja klar, die Teile waren schwer zu finden, aber die Hackminen machen sich schon bezahlen. Ein Aufseher, der versucht hat, sich hier reinzuschleichen, hat es erwischt. Hätte ich doch nur seinen Gesichtsausdruck unter der Maske sehen können, als die Hackminen ihn nach oben gezogen haben. Dafür hätte ich einiges bezahlt. Aber irgendwer in diesem Bezirk erzählt dem Jedermanns Orden Geschichten über uns. Diese Hexenjäger werden keine Gnade zeigen, wenn sie herausfinden, was wir hier machen. Wir sollten lieber in Erfahrung bringen, welche unserer Nachbarn ein loses Mundwerk hat. Mal sehen, wie sich ohne Zunge plaudert. Die können wir übrigens noch gebrauchen. Boah.
Wirf diesen Dummkopf in der Zwischenzeit mit dem Stein und einer Ratte. Versuch's mal, ihn zum Zucken zu bringen. Ich werde so weit wie möglich weitere Haken mit ihm bauen lassen, Arabella. Okay, Stromschuss haben wir voll. Acht zu fünf. Können wir uns mal merken. Hat fertig gelesen? Ja, nice. Da ist der weiße Hund. Den brauchen wir. Der muss sterben. Sind noch Wahlknochen drin. Ah, okay. Diese Hakenminen sind auf jeden Fall neu. Wow, ich komme halt jetzt gerade nicht hoch da, ey. Der merkt, dass seine Hunde tot sind. Muss nur diese Schicht überstehen. Dann kann ich mir einen schönen Krug im Pub bestellen. Dann fühle ich mich gleich wieder besser. Natürlich habe ich sie in der Morgendämmerung gesammelt. Wann sonst? Das musst du irgendwie erstmal abschalten. Interessant. Ich dann das Glas im Pill. Das muss man feiern. Du Spinner! Nein. Erst schreie ich, dann renne ich, um die anderen zu warnen. Ja, ich sage, wir werden hier nach Hinterkuban und auch im Diesmal anderen. Und da kann man auch runter. Ihr Gesicht, als sie gehört hat. Du bist blockiert, okay. Aber da muss man auch eigentlich irgendwie reinkommen. Ah, hier. Sitzt da, okay. BB John. Oh mein fucking Gott, da steht ja noch eine hinten. Schlechte Idee. Da steht ja noch eine. Ah, solange die da steht, kann ich nichts machen. Solange die da steht, kann ich nichts tun. Oh, kann ich hier irgendwo die Maschine ausschalten? Nee, ne? Aber es freut mich, wenn es dir hier bei mir gefällt, mein Lieber.
Definitiv. Mein lieber Kompak. Okay. Kommst du noch nicht so rein? Da kommen wir so nicht rüber. Da auch nicht. Leider. Umkippe. Kein Geld in der Welt kann das aufwiegen. Ja, leider. Hallöchen. Willkommen. Alles fein bei dir. Versuchen aus Kanaka wegzukommen. Aber wo wollt ihr hin? Hier gibt es Geld, auch wenn es dreckig ist. Sie bewegt sich auf jeden Fall ein bisschen was. Hat auch einen Schlüssel für das Ding. Ja, logisch, sehr schön. Das nächste Mal, wenn sie hingeht, dann schnapp ich mir den vom Stuhl. Okay. Das nächste Mal, wenn sie rüber geht, schnapp ich mir den. Und Mieps, ja Hallöchen, auch an dich. Und das System schickt mir nochmal einen Loot, vielen lieben Dank. Wenn die rüber geht, schnapp ich mir den vom Stuhl und sie dann anschließend. Sie geht ja hin, da habe ich eigentlich genug Zeit, den bewusstlos zu machen. Ich sollte längere Pausen kriegen, wegen meiner kaputten Füße. Ich muss mich irgendwo beschweren. Ja, läuft bei dir. So, das ist der Wolfshund, den wir töten mussten, für den Nebenauftrag. Ich glaube, das war es hier an Knochenteilen, ne? Ja. Mehr Knochenteile sind hier, glaube ich, nicht. Für Hexenperlen. Ach du heiliges Ganor. Oh, Clarice, hier ist das, worum du gebeten hast. War nicht allzu schwer zu finden. Du weißt aber, dass diese kleinen echten Perlen, dass dies keine echten Perlen sind, oder?
Nach 6 Jahren auf See dürfte dir das bekannt sein. Hexenfischer haben die ausgespuckt, nachdem sie etwas Schlechtes gegessen hatten. Wenn eine Ratte sich in dein Maul verirrt, kommen 2 Wochen später ein paar von denen heraus. Ach du Heiliges, wässern voller kleinen Knochen. Ah, du meine Güte. Gott, die sind so krank. Vielleicht haben sie auch die Silberzähne eines toten Mannes verschluckt und wurden zu schwer, um richtig schwimmen zu können. So oder so bedeutet das, dass diese Dinger vorne und hinten rauskommen. War lecker. Deshalb riechen die wahrscheinlich auch so ekelhaft. Wenn sie trocknen, werden sie hart. Und ich habe es schon gesehen, wie Straßenkinder mit diesen Schleudern Leute abschießen. Aber die Hafenarbeiter sagen, dass sie Unglück bringen. Wenn man den Bauch eines Hexenfisches aufschneidet und welche davon zum Vorschein kommen, sollte man sich in Acht nehmen. Deine Oma hat die früher gesammelt. Sie trug eine Kette daraus an ihrem Handgelenk. Und wenn sie wollte, dass jemand Pech hatte, flüsterte sie in einer davon Namen von Personen und steckte sie in ihre Tasche. Hat mindestens die Hälfte der Fälle funktioniert. Vielleicht könnte sie auch eines Tages helfen, wer weiß. Du solltest bloß nicht essen. Komm bald mal vorbei, Tante Flora. Was? Hexenperlen. Ah, okay, die kann ich quasi abschießen. Hexenperlen sind tödlich, fast lautlose Projektile, die geworfen werden können, indem du sie drückst. Okay. Die kann ich quasi als Projektile benutzen. Wow. Krass. Interessant. Ja, da kommen so ein paar neue Sachen dazu, wie man sieht, ne? Also diese Fallen, die einen dann hochziehen, unter anderem, sind ja auch recht neu. Hier sind wir wieder im neutralen Gebiet, das heißt, hier kann ich wieder normal laufen. Ja, so in etwa, Mieps, so in etwa, Mieps. Arschperlen am Band hat auch was, ja. John, danke für den Loot. Alles für das System lag, lebe das System, das Leben. Hat immer recht, glaube dem System. Liebe Grüße, das System, Kappa. Wow. So viel System mit einem Satz. Herzlichen Glückwunsch. So, für das Glück. Geh mit umgedrehten Kniehosen 3-mal um den Platz. Wer deine Hand schüttelt, erhält dein Pech. Was? Dreh dich mit Mitternacht nach Süden und iss die Dose Hexenfische, während du 3-mal Ich kannte eine Dame singst. Wow. Stell deine Tasse auf die Stirn, während du das erste Mal Tag pinkelst. Was? Wenn sie nicht herunterfällt und zerbricht, kommt das Glück. Iss eine verfaulte thymianische Birne und erhalte den Kern in deiner Tasche, um den ganzen Tag Glück zu haben. Alter, so ein Blödsinn! Gott! Ich kenne dich nicht, also bleib lieber unten, wenn du keinen Ärger willst.
Gefahr gehört mir, nicht dir. Raus! Tagebuch eines Augenlosen. 24. der Ernte. Von einigen Frauen aus dem kaiserlichen Konservatorium habe ich gehört, dass es, dass in einem der alten öffentlichen Bäder ein Mann gefesselt ist. Ich lache, aber sie sagten, dass er, dass es nicht das wäre, was sie denken, was ich denke und etwas Besonderes an sich hätte. Ich trommelte ein paar Leute zusammen und sehe mir das mal an. Dritter Tag der Netze. Sie haben nicht gelogen. Unten befindet sich irgendein unglückseliger Dummkopf. Ich weiß nicht, was das für die Maschine, was das für eine Maschine ist oder wer ihn dorthin gebracht hat, aber wir haben einen echten gefunden. Was? Gott, die Sätze, die ergeben teilweise echt keinen Sinn. Vom Nichts berührt, genau wie eine Frau es gesagt hat. Ach so, wir haben einen echten gefunden. Alles klar. Jetzt ergibt das Sinn. Siebter Tag der Netze. Wir haben alles in Albaka-Bädern verlegt. Einfacher als zu versuchen, ihn zu verlegen. Wir haben alles in die Albaka-Bäder verlegt. Einfacher als zu versuchen, ihn zu verlegen. Er ist ein starker Kämpfer, obwohl man das nicht denken würde, da er doch so alt aussieht. Ich muss mit Jeanette reden. 12. Tag der Netze. Mittlerweile ist alles bereit. Wir nennen ihn den Schwarzmagier. Ist mir... Ach, Daud ist der Schwarzmagier. Darauf bin ich echt stolz. Der Outsider hat ihm die Magie verliehen. So viel weiß ich. Aber der dumme Kopf kann nicht reden. Oder er will es nicht. Murmelt nur vor sich hin. Sieht niemanden in die Augen, bevor ein Kampf beginnt. Aber diese Kämpfe werden immer noch ziemlich lange Geld mit ihm machen. Okay. Alles klar, der Schwarzmagier ist also Daud. Robbie, ich habe das Wettgeld in den Tresor gelegt und deinen Wohnungsschlüssel im Eimer neben der Tür versteckt. Wenn du mir gesagt hast, du kannst losgehen und du schuldest mir 2 Ratten in Lasche dafür. Ach du Heiliges. Dass ich dir diesmal geholfen habe. Indira, PS, die Kombination. Wenn du die Kombination wieder vergisst, zähl die Bücher über dem Schreibtisch durch. Vielleicht findest du ja dein Gedächtnis wieder. Ich komm schon. Alles klar. Okay, John. Ja, auf jeden Fall danke. Und Hashtag 65 von der lieben Mieps. Vielen lieben Dank für den Loot. Ach Gottchen. Da sind sie auf einmal aufmerksam geworden. Ich kann alles einstecken, nur da sind sie auf einmal aufmerksam geworden. Ist ja witzig. Achso. Da waren wir stehen geblieben. Da waren wir stehen geblieben. Alles klar. Komm her. Das war auf jeden Fall mal eine Hexe, die alte. Nochmal Knochen und Wiedersehen. Oh, das hatten wir ja schon. Eine Kugel, das hatten wir auch. Ah, guck. Die Augen.